Talgoffen? Oder Fallgoffen? Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves. Like a wild animal against an unknown threat. That's how they perceived the expedition. Like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? Oh. They seemed to recognize me as if I was one of their own. Everything seems so distant now. As if I first stepped on that white beach thousands of years ago. A full moon? It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time or... Maybe this place isn't subject to the laws of physics. That's the only explanation I can find for this surreal night. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and everything will be as before. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. Feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood, Boston, or Newburyport. I mean... Menschheit. How is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years? Deine Mutter war halt die Fischkönigin oder sowas. There it is. The sanctuary. Das Heiligtum. So is this where you went, Harry? Your last stop. Mal gucken, ob er jetzt auftaucht. Ja, sind das zwei Zelte oder? Nee, ist nur ein Zelt. Mal gespannt, ob er dort ist. Wahrscheinlich nicht, weil das Ritual wahrscheinlich schon durchzogen hat. Oder sowas. Harry? Another camp. Although it's little more than a few things scattered about. Nee, da ist er nicht, da ist wieder ein Brief für uns. My dear old pal, I never should have trusted Cass. I thought she cared about you, but she's just mad, obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it, but what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right? All this can't be a coincidence. The ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here to... Damn it. I have to think it over. I can't. Tomorrow. Leave it for tomorrow, damn it. Stop writing. What are you saying, Harry? Don't you see what the black ooze does, what it did to the doctor? Are you out of your mind?
A library? What are you talking about, Harry? Ich hatte heute einen seltsamen Traum. Ich war in einer riesigen Bibliothek und bestaunte Dinge aus einer anderen Welt. Knakotus? Knakotus. Was the blood of these creatures some sort of catalyst? Blut plus schwarzer Schleim. Heavens, this dagger looks exactly like the one I have. Ja, genau das Ding habe ich nämlich gemeint. Das haben wir und das müssen wir dann irgendwie, warte mal, ein Altar. Getrocknetes Blut und Schleim. Ist das nicht der Dolch, mit dem Frank angegriffen wurde? Genau so ein Dolch haben wir doch am Anfang mitgenommen, oder nicht? Like the ramblings of a madman. Nora muss es tun, zusammen mich verwandeln. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Zelt. So I have to put my hand inside. Er schreit, es passiert nichts interessant. Moby Dick. Its pages are hollowed out and its shape is... The Dolch. A camera. It must be Cassandra's. Harry asleep in his tent. What a creepy photograph. Hat da eine Waffe noch in der Hand? Oh my, she sounds completely out of her mind. Ich habe die Zukunft gesehen. Die Ewigkeit erwartet mich und Harry der Tod. Da will ich jetzt nicht unbedingt meine Hand reinstecken. Ist es nicht da, wo unser Blut mit dem schwarzen Schleim irgendwie gemischt wird? Ich muss erstmal gucken, was am Eingang ist. Oder da gibt es ja noch Zeichnungen. Okay, er hat irgendwie den Dolch hier. Das sind irgendwie so die Handlanger, keine Ahnung. Die werden wieder versklavt. Und bringen denen irgendwelche Gaben oder sowas. Wahrscheinlich das Blut von denen oder sowas. This mural seems to describe a ritual involving blood. That dagger. If
he's behind that door. I wonder which Harry I'll find. How much would be left of the man I love? And how much of the man who has lost his sanity in this place? Tja. Moment, da ist ja noch eine Kiste. Ah, Moment. Ich glaube, da hat sich umgebracht. War das nicht irgendwie hier das Ritual dann? Genau, das ist die Kiste mit dem Ritual, aber da ist auch Blut. Ja, das ist die Frage. Hier ist nämlich das schwarze Zeug. Und hier benutzt, hat er das den Dolch benutzt mit seinem Blut. Und hier hat sich jemand erschossen. Und hat nicht das Ritual vollbracht. Also das wird wahrscheinlich Harry sein. Die Tussi war ja noch dabei. Die hat dann wahrscheinlich das Ritual gemacht. Der war sich ja die ganze Zeit unsicher. Goodness, and the gun barrel is empty. Ja, die Kugel lag da auch hinten. Da ist sie. Trail of blood. Someone was hurt. A woman's earring stained with blood. My God, Harry, what did you do to her? Guck mal, die Blutflecken gehen aber dann nach oben. Okay, das ist wahrscheinlich bis dahin gespritzt. Tja. Also Moment, aber Harry hat ja seinen Arm hinten drin gehabt. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Ding da hinten? Seinen Arm reinzustecken? Okay, ich glaube... Der Fisch ist dann doch eher was anderes, dass man vielleicht für immer zum Fisch wird. Er hat ja seinen Arm da hinten reingesteckt. Black ooze on a petri dish. My God, this syringe has traces of black ooze. What the hell were you thinking? I really hope this works. Wieso macht sie das jetzt? These patterns look too familiar. Moment, hatte ich jetzt die Entscheidung, ob ich das da hinten mache oder hier? Muss ich hinten noch meine Hand reinstecken. Noch ist ja nichts passiert. Also die Fischleute scheinen mir mal sympathischer zu sein. Let's give it a try. Ouch! Oh! What was that? Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Ja, und jetzt? Kein Plan. Mm-hmm.
An eye and a star. Look at the stars, maybe. The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth's sky, where am I now? Tja. Hätte ich nicht lieber lesen sollen, was da auf den Zetteln steht, bevor ich hier irgendwas aktiviere? Those stone statues seem to rotate with this switch. Okay. Eine Kreatur, ein Haustier, Heul, 90 Grad Drehung. Okay, gibt irgendein Geräusch von sich. I wonder what this means. Rücken, Drachen, Gargeil, Gargel, Tiere. All these papers are riddled with incoherent doodles. Okay, da werde ich wahrscheinlich die Sternbilder irgendwie nachzeichnen müssen. Moment. Wir haben 1, 2, 3, 4 Türen mit verschiedenen Sternbildern. Und auch 4 Platten. Ja, das scheint das letzte Ritual zu sein, wo die alle baden gehen in der schwarzen Flüssigkeit. So, was kann man hier überhaupt machen? It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Wie Punkte auf meiner Hand habe ich sie geändert und bilden jetzt irgendwelche Symbole. Ja, das ist doch auch wieder ein Sternbild, oder soll ich das? Moment, aber rechts sieht man doch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 so größere Punkte. Die muss man, glaube ich, nur verbinden. Da hat man doch hier 1, 2, 3, 4, 5. Könnte das passen, wenn man das irgendwie umdreht? Ja. Ich glaube, das auf der Hand müssen wir. Ach, dann sind ja noch diese Symbole. Abby hatte diese Symbole an die Wand gemalt, müssen wichtig sein. Ja, die kommt dann wahrscheinlich auch noch später. Das wird damit irgendwie wahrscheinlich zusammenhängen. Könnten aber auch die Symbole da an den Türen sein. Das heißt, je nachdem, was ich hier einzeichne, geht die jeweilige Tür auf. Nur, kann ich da überhaupt was machen? Das ist die Frage. Geht ja nix. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Vielleicht muss ich da irgendwie durchschauen. Oh. Aha.
circular stones with strange carved symbols. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. Kann auch nur das aktivieren. Ist irgendeine Tür aufgegangen? Komisch. Aber bloß ich muss das auf der Hand auch irgendwie ändern können. Pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Ja, weiß kein Menschen jetzt. So, was war mit den Sternen da oben? Ah, Moment. An eye and a star. Look at the stars, maybe. Ich verstehe da gar nichts mehr. Also das, was wir hier hatten, hat damit ja erstmal gar nichts zu tun. Das verstehe ich auch nicht. Das kann man ja nicht mal ändern. Man kann ja nur den Eindruck oder wieder entfernen. Ah, okay, aber okay, die anderen verwirren mich jetzt ein bisschen. Nur das eine Symbol. Jetzt muss ich, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber ob ich die Sternbilder kann ich, glaube ich, gar nicht bilden. So, ne, das waren die Scheiben. Kriege ich auch nicht mehr raus. Im Winter war doch. Hier waren doch noch Bilder von dem komischen Tier oder was das sein soll. Ist hier gar nicht vorhanden. Ja. Ich will nichts mehr sagen. Hier auf einmal kann man wieder runterspringen. Dort hinten nicht. Wie geil. A shining constellation. I better draw it. Ja, gut. Zeichnen wir uns die erstmal auf. Oh. Doch, die könnten vielleicht aus den Zeichen auf meiner Hand gebildet werden. Verwirrt mich, dass die ganzen anderen Symbole da sind. Kann das vielleicht sein, dass jeder, der das Spiel zockt, sich zum Beispiel gar nicht in die Komplettlösung gucken könnte oder dass jeder ein anderes Symbol auf die Hand kriegt? Manche würden dann vielleicht ein anderes Symbol an die Hand kriegen. Da war doch, glaube ich, im Spiel schon mal so eine Stelle.
meine, da war schon mal eine Stelle, wo wir irgendwie zufällig ein Symbol gekriegt haben oder so. So, jetzt schauen wir uns nur mal das eine an. Das hat ein so ein breites in der Mitte. Okay, das muss dann das sein. Aber da geht ein kurzes raus. Ach so, Moment. Das kann ja auch nicht sein. Ach, probiere ich jetzt einfach mal eins gegenüber aus. Aha. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass die irgendwie, wenn man so im Kreis alle nacheinander aktiviert, dass es nicht funktionieren wird. Ja, habe ich direkt mal einen übersprungen. Na gut, ich muss doch wahrscheinlich erstmal dorthin.